Rettungskräfte bringen einen Verletzten zu einem Basiscamp am Fuße des Vulkans Mayon auf den Philippinen zurück. Seine Mutter fällt ihm um den Hals. Der Bergsteiger hatte Glück und wurde bei dem Vulkanausbruch am Dienstag offenbar nur leicht verletzt. Mindestens 5 Menschen kamen bei der Gaseruption und durch die darauf folgenden Gerölllawinen ums Leben. Mindestens 3 von ihnen sollen laut Medienberichten aus Deutschland stammen, einer aus Spanien. Das Katastrophenschutzzentrum der Philippinen sprach später von 4 deutschen Todesopfern. Der 5. Tote soll ein philippinischer Bergführer gewesen sein. Eine Bergsteigerin aus Österreich kam mit dem Schrecken davon. Von 27 registrierten Wanderern blieben den Angaben zufolge nur 10 unverletzt. Überlebende des Unglücks berichten. Der Himmel war klar über dem Mayon, das Wetter war gut. Das alles kam vollkommen unerwartet. Als der Mayon plötzlich ausbrach, gingen wir gerade eine Schlucht entlang. Wir duckten uns alle und gingen in Deckung. In diesem Moment kamen Felsbrocken herabgestürzt und trafen unsere Begleiter. Einige der Brocken seien so groß gewesen wie Autos, berichteten weitere Augenzeugen. Helikopter suchten am Dienstag an den Abhängen nach den Opfern, jedoch ohne Erfolg. Am Mittwoch sollte die Suche fortgesetzt werden. Um den Mayon herum hatten die Behörden eigentlich eine dauerhafte Gefahrenzone von 6 Kilometern eingerichtet und eine Warnung an Wanderer herausgegeben. Die Besteigung des knapp 2500 Meter hohen Vulkans ist bei Touristen jedoch sehr beliebt. Der Mayon war am Dienstag erstmals seit 2009 wieder ausgebrochen.